Hallo. Tag 2. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wir gestern eure Beine ein bisschen geschont. Das heisst, heute werden sie zerstört. Ahmed nimmt ein Kurzhanteli und dann machen wir einen Dumbbell-Komplex. Und zwar macht ihr ein Lunge links. Wie soll sie haben? Goblet oder so. Dann könnt ihr so haben oder oben hängen oder mit einem Kopf. Dann macht ihr ein Lunge links. Ein Lunge rechts. Ein Squat. Das ist ein Rep, das macht ihr 8 Mal durch. Das ist ein Set. Wenn ihr bei den Lunges schaut, nur grosser Ausfall steht, mit dem Knöchel in den Boden bretschen, schön kontrolliert. Im Squat nachher auch, kontrolliert runtersquatten, so schnell wie ihr aufstehen. Wenn ihr 8 habt, Dumbbell am Boden legen. Hollow Hold Position. Zuerst 10 Sekunden heben, dann schauen wir die Beine strecken, Füße zusammen, die Zehen weg von euch. Dann schön angespannt, wenn ihr 10 Sekunden habt, macht ihr 10 Hollow Rocks. Dann schauen wir, dass ihr nicht zu fest wippt, dass ihr schön hier gespürt. Dann probiert ihr still zu bleiben und nochmal 10 Sekunden zu heben. Wenn du so viel Bauchmuskeln hast, wird nichts. Dann ist er fertig. Das ist dann ein Set. Dann macht ihr 1 bis 2 Minuten Pause und das Ganze macht ihr 4 Mal durch. Natürlich nicht fertig. Fertig, meine ich. Das Outcome von heute ist for time. Ihr müsst 3 Reihen, so gut es geht, auswendig können. Dann macht ihr 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21, ihr fährt damit V-Ups. Ich hoffe, ihr spürt den Bauch nicht schon zu fest von vorher. Schön schauen, Zehen berühren. Quasi Toast sogar ohne Stangen. Wenn das nicht wird gehen, machen wir Tuck-Ups. Genau, wenn ihr 3 habt, habt ihr schon fast 1000 gemacht, steht ihr auf. Wenn ihr 2 Dumbbells habt, nehmt ihr 2 Dumbbells vor die Schulter und macht 3 Front Squats. Falls ihr nur eine habt, macht ihr den Goblet Squats, aber 6, echt das Doppelte. Falls ihr eine Barbell daheim hättet, macht ihr einfach normale Front Squats. Gleiche Anzahl, 3 Reps. Männer 50 Kilo, Frauen 35. Auch wenn ihr 3 habt, geht ihr in den Boden, macht 6 V-Ups, 6 Front Squats, 9, bis ihr fertig ist. Gut schauen, dass ihr vielleicht nicht probiert, die Sätze bis zum Schluss am Broken zu machen, sonst sterbt ihr, vor allem hier. Immer gut einfach, ganz am Start. Nicht überstrecken. Und dann ist es fertig für heute. Hoffentlich ist es auch noch warten.